Moin Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Helldivers 2. Probieren wir mal aus, das Ganze, ne? Mein Starship Troopers, mega geil. Und ja, das Spiel sieht auch super aus, ne? Ich habe es jetzt gerade mal gestartet, habe auszusehen das Tutorial abgebrochen, aber ich sehe gerade, ich komme wieder rein. Dann gucken wir einfach mal, ne? So. Ich wollte nur wieder ins Menü zurück, damit wir starten können und dann war ich auf dem Schiff. Schade. Aber ja, es geht ja. Bin ich mal gespannt. Ich kann kaum glauben, dass wir bald Helldivers sind. Nähern uns der LZ. Nächster Rekrut bereit machen. Sie befreien. Bugs erledigen. Echt ein Traum. Viel Glück da draußen. Wir sehen uns an der Danke. Front. Jetzt sind sie auf sich allein gestellt. Finden Sie die Trainingsanlage anhand der Karte. Mhm. Öffne das Social-Menü. Hier kannst du die Aktivitäten deiner Freunde sehen und einer Mission beitreten. Ja, wir sollen doch aber jetzt erstmal. Position. Südöstlich. Oh. Egal. Egal. Was? Oh? Na komm. Mit Hilfe der. Ah, da ist eine Karte. Okay, ich denke mal, da müssen wir hin. Oh, also ich muss die immer wieder ausschalten. Macht da nichts. Willkommen zum Helldiver-Training. Ihr Ausbilder erwartet Sie schon. Gehen Sie weiter. So. Geh zur Zerstörerbrücke und starte eine Mission über den Kriegstisch. Ja, jetzt lass mich doch mal das Training machen. Achtung! Ich bin General Brash. Der älteste und grauhaarigste Kriegsheld von Übererde. Und ich bin nicht leicht zu beeindrucken. Das Helldiver-Training ist das härteste der Galaxie. Aber das scheint sie nicht zu schrecken. Beeindruckend. Genug geplaudert. Die folgenden Hindernisse werden okay. Ihrer ausgezeichneten Form alles abverlangen. Tuffel, einen wunderschönen guten Jetzt Abend. Fällt es. Demokratie verteilen. Auf geht's, Soldat. C. Ah, okay. Warte, ich muss mir die Tastatur ein bisschen zurechtlegen. Dass ich da auch hinkomme. So. Okay, muss man drücken. Bin gespannt. Hab gerade gestartet, das Ding. Ja, wirst ja wissen. Hast ja selber schon gespielt. Halte Space oder Sprinte. Okay. Level 26. Alter. Achso, dann Sprint geht's auch, okay. Habe ich so eine Meisterleistung noch nie erlebt. Sie sind offenbar bereit für unseren realistischen Schlachtfeldsimulator. Genau, jetzt wird alt. Der Sprung. Ey. Oh, also erstmal gucken, wo hier die Tasten sind. Ach so, gedrückt halten. Wirklich? Nee. Warte, lassen wir hier. Nö. Der Sprung ist wichtig, ja. Ist geil, der Sprung. Okay, und hüpf. Ah. Die Musik schon wieder, ne? Ist geil. Einwandfrei. Wie ich immer sage, die beste Simulation ist eine echte Simulation. Aktivieren Sie jetzt den Verletzungssimulator. Verletzungssimulator. Ach, was denn? Soldat, schnappen Sie sich die Spritze und verarzten Sie sich. Das ist ja geil. Sich selbst spritzen. Oh, da kenne ich mich aus. Nicht heute. Ja, so gut wie neu. Jetzt aufgepasst. Pfau, Alter. Wie soll man sich das alles merken? Och, ein bisschen, ne?
Terminit, die Geißel der Freiheit. Zu den Waffen und zeigen Sie dem Vieh, was Freiheit bedeutet. Volltreffer, Soldat! Räuchern Sie das Nest jetzt mit einer Granate aus. Ansonsten werden Sie immer wiederkommen. Oh, wie soll ich denn da? Oh, cool. Was für ein Ungeheuer. Ehrlich, ja? Macht Spaß. Auf zum nächsten Bereich. Ich bin gespannt. Sehen Sie nach oben, Rekrut. Das ist ein Überzerstörer. Und seine mächtigen Taktikausrüstungen gehören ganz Ihnen. Erledigen Sie die Bugs mit einer Taktikausrüstung. Gehen Sie dafür nur ein paar Schritte zurück. So halten. Und was? Eine 500 Kilo Bombe? Oh, einer hat überlebt. Mach ihn selber platt. Am besten du legst du das mit der Taktikausrüstung auf deine Pfeiltasten. Ah. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Also muss ich da immer dann so eine Tastenkombi drücken. Obwohl, es spielt eigentlich keine Rolle. Links, links, oben. Nö, ist doch okay. Yo, yo, yo. Cool. Weil du im Gefecht nicht immer wärst. Oh, okay. Meinst du? Ja, ich teste mal. Nächste Lektion. Helldivers kämpfen in Trupps. Mann getroffen. Keine Sorge, Soldat. Friendly Fire gehört auf dem Schlachtfeld dazu. Sie können dagegen ehrlich? Nichts tun. Sie können oh, allerdings shit. Mit der Verstärkungstaktikausrüstung ihren gefallenen Kameraden ersetzen. Ich muss doch ausweichen, das wird schnell stressig. Ja, aber wenn ich die Pfeiltasten benutze, dann muss ich ja von der Maus weggehen. Das ist doch viel schlimmer. Kann ich ja gar nicht mehr schießen und so. Hä? Ach so, soll ich den jetzt ersetzen? Ah ja. Oben, unten, links. Ach. Oben, unten, rechts, links, oben. Alter, das ist ja wie bei Mortal Kombat. Gut gemacht, Soldat. Es geht schneller als stehen bleiben. Schießen kann es im Taktikmenü eh nicht. Ja, ich muss mal einfach mal gucken. Einfach mal probieren. Keine Munition mehr. Ja, ich merk's. Okay, weiter. Greifen Sie zu, Rekrut. Jetzt geht's um alles. Nur Sie, Ihre Waffe und 2000 Megatonnen Sprengstoff auf engstem Raum. Also los! Kleiner Hinweis. Wer sich bewegt, zielt auch schlechter. Für höchste Präzision sollten Sie beim Schießen stillstehen. Ja, ja, das verstehe ich schon als liebgemeinten Tipp. Aber ich muss jetzt selber erstmal probieren, so. Das ist mir ein bisschen zu früh für Tipps. Unterstützungswaffen-Taktikausrüstung eine echte Waffe.
Okay. Tick, 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 tick. Hab gestern übrigens eine Mail bekommen, dass da eine Tasse verschickt wurde. Das Video da von dir zum Tag war ja, ne? Ich fand das geil. Ich habe da eine E-Mail gekriegt, dass jemand was gekauft hat, ob ich eine Danksagung schicken will. Ich so, naja, mal probieren. Und dann war da Video aufnehmen. Ich so, ja, cool. Sehr geil. Ja, das scheint doch recht schnell zu gehen. Ich habe dann den Verlauf gesehen, wann es verschickt werden soll, wann es ankommen soll. Ich glaube, Montag oder Dienstag soll die kommen, ne? Also sehr geil. Die Versorgungspots können dich auch erschlagen. Ehrlich? Oha. Aha, ich habe Maschinengewehr. Okay, das braucht ein bisschen, bis es zielt. Ja, was? Noch eine andere Waffe. Noch Schub. Okay, geh nicht ins Licht. Ja. Das ist bestimmt assi, wenn jemand anders dann so ein Pot anwählt und du siehst das nicht gleich oder läufst rückwärts ins Licht. Dieser Bereich muss dringend von der Terminidenplage befreit werden. Terminal aktivieren. Ja, hab ich. Okay, heißt was? Ich habe mit dem Pott meinen Mech zerschossen. Töten. Ne? Ja, warte dann. Ich habe das Ding aktiviert. Ach so. Captain the Flag. Überirde, da heißt die Flagge von Überirde, Rekrut. Hissen Sie sie im markierten Bereich. Und wo ist der markierte Bereich? Super. Hä? Oh, das muss man aber auch erstmal sehen, ne? Oh. Magazin leer. Waffe wechseln? So. Magazin leer. Ja, toll. Jetzt. Ah, jetzt ja. Haben Sie die Demokratie weiter vorangebracht als jeder Soldat, den ich kenne. Sie haben sich bewiesen. Jetzt können Sie den Umhang anlegen. Rauf auf die Plattform, Rekrut. Die Falten im Teppich. Sie haben auch cool. Es verdient. Ein kleiner Schuss Freiheit. Mein Umhang. Sie wirken wie mein jüngeres Ich. Furchtlos, unverletzbar und über 2 Meter groß. Über 2 Meter groß, okay. Für ihre größte Aufgabe, den galaktischen Krieg.
Freiheit, Demokratie, Gerechtigkeit, alles liegt in Ihrer Hand. General Brash, over and out. Na, da bin ich mal gespannt. Das war ja schon mal ganz lustig. Ich bin ein Opel Kadett. Ich? Ich bin die Kapitänin dieses Überzerstörers. Ich stelle sicher, dass sie alles haben, um gelenkte Demokratie beim Feind zu verbreiten. Und du? Manchmal tun mir unsere Feinde fast leid, dass sie ohne Demokratie leben. Sie leben nicht selbstbestimmt, glauben nur, was man ihnen sagt. Traurig. Aber es sieht doch gar nicht so schlecht aus, ne? Grafisch. Willkommen auf der Brücke, Helldiver. Von hier aus führen wir die Galaxie in Richtung Freiheit. Führen Sie uns über die galaktische Karte in den Kampf. Hüten Sie sich vor Täuschung und Verrat. Sie schlagen in den kleinsten Rissen Wurzeln. Okay. Verschaffen Sie sich einen galaktischer Krieg. Die aktuelle Lage. Der Konflikt tobt in verschiedenen Sektoren. Sie entscheiden, wo Sie eingreifen. Willkommen im galaktischen Krieg. Hier kämpft die Community gegen ihre gemeinsamen Feinde. Okay. Eingehende Nachricht von Übererde. Erzähl. Die Roboter wurden zurückgeschlagen. Das Territorium für dessen Befreiung sie so viele aufgeopfert haben, verbleibt sicher in den Händen der Freiheit. Die auf Malevolon Creek beerdigten Helden werden weiterhin in Frieden ruhen. Derweil werden die Maßnahmen zur Demontage oder Umfunktionierung der alten Roboterfabriken beschleunigt. Die Roboter werden sich in dieser Region vorerst nicht weiter ausbreiten. Na, siehst du. Die Gier der Terminiden, nennen wir sie Terminiden, neue Welten zu befallen und zu verschlingen, ist so grenzenlos wie ihre Tyrannei. Infolge unserer kürzlichen Vertreibungsoperation in den Sektoren Mirin und Draco haben sich die Terminiden jetzt auf die Sektoren Falstaff und Jinxi ausgebreitet. Diese Regionen waren schon seit langem... Ja, und so weiter und so weiter. Ich denke mal, ich muss töten. Generalbefehle repräsentieren die Ziele der Helldiver Community. Galaktischer Krieg. Wenn du über einen Sektor fährst, wird angezeigt, welchen Anteil davon Übererde bereits befreit hat. Alle Operationen tragen dazu bei, die Feinde von Übererde zurückzudrängen. Wähle einen Sektor aus, um zu sehen, auf welchem Planeten derzeit gespielt werden kann. Aha. Null? Null Freunde wahrscheinlich. Ja. Je nach Kriegsfortschritt sind unterschiedliche Planeten verfügbar. Wähle einen Planeten aus, um zu sehen, welche Operationen dort aktiv sind. Aha. Befreiungskampagne. Boa Rock. Hoppala. Ja, komm, dann fangen wir doch mal hier an.
Unsere Truppen wollen den Planeten aus dem Klammergriff der Terminiden retten. Eine ganze Reihe Helder, was 2 Millionen erwartet sie. Eine Operation ist eine Zusammenstellung von Missionen. Schließe alle Missionen ab, um die Operation zum Erfolg zu führen und Bonusbelohnungen zu erhalten. Schlägt eine Mission fehl, schlägt auch die restliche Operation fehl. Okay. Du wurdest eingeladen. Von wem steht er nicht? Koordinaten von verbündeten Zerstörer empfangen. Ich empfange Daten. Warum stand da nicht, wer mich eingeladen hat? Verbündeter Zerstörer im Geschwader. Dr. Stoner, ein Memory. Boah. Wir waren gerade eine Person. Ich höre dich gar nicht. Du bringst die Demokratie voran. Under construction? Was ist das denn? Schiffsmanagement. An diesem Terminal kannst du neue Taktikausrüstungen erwerben und deinen Zerstörer verbessern. Du kannst über dieses Terminal deinen Zerstörer verwalten, unabhängig davon, auf welchem Schiff du dich aktuell befindest. Okay. Zeus, einen wunderschönen guten Abend. Na, wie ist die Lage? Was ist das hier? Das ist nichts für mich. Waffenkammer, ja klar. Waffen. Ja, soweit. Wir die Galaxie in Richtung warm ist Freiheit. Es. Führen Sie uns über heute die haben wir 32 Grad hier im Raum. Verschaffen Sie sich einen Abartig. Überblick über die aktuelle Lage. Aber ja, der Konflikt tobt in verschiedenen Sektoren. Sie entscheiden, wo Sie eingreifen. Aber Maverick, ich kann dich nicht hören, ne? Nur mal so nebenbei erwähnt. Ja, trinken. Danke, Trinkwärter. Prost. Ah, fein. Muss ich ja irgendwas tun, Maverick? Einfach nur warten. Ich melde mich aus dem Zug und die Welt geht unter. Oh, habt ihr das geile Gewitter? Ich habe gehofft, dass es hierher kommt, aber es kommt nicht. Es hat vorhin mal genieselt für etwa 1,5 Minuten. Nur genieselt. Und seitdem ist es schwül, weil die Wolke ist dann weggezogen, Sonne kam wieder raus. Bäh. Was eigentlich, wenn ich hier drauf drücke? Ah, dann kann ich mitgucken. Sehen Sie sich diese Parasiten an. Zieh gerade über Warnemünde. Okay, okay. Stieg's ruhig hierher. Ist richtig eklig. So, also tagüber ging es eigentlich. Es waren zwar auch so 30 Grad, 31 Grad, aber trockenes Klima. Aber seit dem Nieselregen vorhin so schwül. Bäh. Fori Prime. Sprung abgeschlossen. Wähle deine Ausrüstung und Taktikausrüstungen für diese Mission. Man of Walls. Keine Ahnung.
Was war am Strand? Das zieht wahrscheinlich richtig Schweden, Finnland hoch. Ah, in die Richtung. Okay. Schade, schade. So, was ist das? Ich habe keinen blassen Schimmer. Warum war sowas jetzt nicht im Tutorial dabei? Naja, bin bereit. Auf dem Weg nach Hause. Ja, aber geil. Strand. Sau gut. War bestimmt geil. Eier zerstören. So. Sonne war selten da. Die Wolken zogen bis vor einer Stunde noch vorbei. Jetzt ist Hölle los. Ah. Was muss ich tun? Ich habe keinen blassen Schimmer. Ist das hier wieder so ein Nest? Oh. Scheiße. So, kann ich dich retten? Nee. Abfahrt! Alles klar, Zeus, hau ab. Viel Spaß noch. Ich wurde aus dem Spiel geworfen. Okay. Alter. Willkommen an Bord, Alter. Jawohl, bis zum nächsten Mal. Alter Toffel, ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Oder ist, ich war ja bei Maverick drin, ist es abgestürzt vielleicht? Ihre bei Kameraden ihm. Wüten bereits gegen die Tyrannei Kein des Feindes. Los geht's. Wochenende ist voll ausgebucht bei mir. Ich bin, also morgen nicht. Aber Freitag bin ich auf dem Geburtstag und Samstag hat mein Sohn ein Fußballturnier. Da weiß ich nicht, wann ich nach Hause komme am Sonntag. Und ob dann noch, Möglichkeit zum Spielen da ist. Oder zum Streamen da ist. Jetzt kann ich da jetzt wieder hin. Ist es das? Alter, ich raff hier überhaupt nichts. Morgen ist Freitag, genau. Koordinaten von verbündeten Zerstörer empfangen. Missionskoordinaten festgelegt. Payport bereit. Aktiviere Orbitaldüsen. So. Nach wie vor habe ich keine Ahnung, was ich hier zu tun habe. Ich gehe einfach mal rein. Sollten Sie fallen,
Kommandant eliminieren. Okay. Ich renne mal dem anderen da hinterher. Was ist das? Brauche ich nicht anscheinend. Müssen wir hin? Ich denke mal, dass Maverick einfach auf Join gegangen ist. Dadurch kommst du in andere Lobbys. Wenn denen jemand nicht passt, wirst du halt rausgeworfen. Ne, er hatte mich ja zu sich eingeladen und dann kamen noch welche dazu. Oh. Verdammt. Möge die Freiheit mich heilen. Ja, dann lad doch nach. Magazin leer. Magazin leer. Oh, ist doch kein automatisches Nachladen. Ja, mit M habe ich Karte. Ist richtig. Ne, mit Tabulator habe ich Karte. Aktive Karte. 100 Meter. Ja, damit. Alter. Aber die könnte ich normal nicht aus einer Freundeslobby werfen. Okay. Da wechselt das gesamte Magazin. Die Ecke gedrückt hältst, kannst du an der Waffe das Licht ein- und ausschalten und auch die Distanz einstellen. Ah, okay. Magazin leer! Boah. Blöden Meme. Oh Gott. Boah, eins nach dem anderen. Das wird mir jetzt schon zu viel hier. Also in meinem Alter ist das nicht mehr so. Wir müssen da lang, Kollege. Hallo? Oder sehe ich das falsch? Da
Das erklärt sich besser, wenn man in einem Discord sitzt. Dann kannst du. Ja, garantiert. Garantiert. Habe ich jetzt auch gewundert, warum Maverick nicht mit mir gesprochen hat. Digga, wir müssen doch hier zu dem Blauen, oder? Sehe ich das falsch? Nee, zum Blauen. Ah, nee. Wo rennst du denn rum, Digga? Oh, hier. Automatische Geschütze. Cool. Ah, noch einer. Was ist hier denn los? Oh, er ist tot. Punisher klingt gut. Boah. Nee, so gut finde ich die doch nicht, die Punisher. Alter, von allen Seiten. Eliminiert. Oha, oha, oha. Anfrage bestätigt. Verstärkung ist unterwegs. Zeig mir den Feind. Zeig mir den. Für den Wunder. Oh, alle wieder hier? Kommt nur! Nimm das! Magazin leer! Magazin. Freiheit für immer! Boah. Runtergefallen. Volle Evakuierung an. Das meinte ich mit Pfeiltasten, da kannst du jetzt ja noch weglaufen. Ja, Gott. Ich bin gerade völlig überfordert. Da muss ich erstmal reinkommen hier. Erstmal die Basics verstehen. Weiß ja, für einen alten Mann ist das so eine Sache. Evakuierungsanfrage bestätigt. Shuttle im Anflug. Boah. Blinkt denn hier? Muni! Kostet ein wenig Demokratie! Ankunftszeit T-minus 1 Minute 30 Sekunden. Magazin leer! Oh. War da vorhin schon eine Minute. Ach, das ist ja Stoner. Magazin leer. Backtunnel-Durchbruch. Ja, man, das ist halt, wenn man als Woman gleich mit dabei ist, einfach den Kumpel an die Hand nehmen. Ja, genau. Ja, ja, ja. Ankunftszeit T-10 Sekunden.
Magazin leer! In Deckung! Granate! So, jetzt... Oh. Komm mal. Evakuierung abgeschlossen. Boah. Wir können euren Mate noch retten. Ah, ist das so? Alter. Es wäre schön, wenn das Spiel ein bisschen langsam anfangen würde und nicht einfach voll mitten rein, ohne dass man die Steuerung kennt oder sonst wie irgendwas. Das Tutorial war ja ein Witz. Das war ja gar nichts. Junge. Oh, die anderen beiden sind tot. Oh nein. So. Erster Platz. Oh Mann, ey. Ja, da muss man erstmal warm werden. Noch wärmer, wie es hier schon ist. Gleich auf die Fresse, du Spiel, aber volle Lotte. Ja. Ja, wie es halt aber auch im Film ist, ne? Kommst von der schönen Erde und wirst einfach mitten ins Schlachtfeld geworfen. Gib ihm. Aber die hat ein schönes Training im Film. Wasser auffüllen hier. Boah, was ich gestern getrunken habe, ne? Also nach dem Stream bin ich runter. Und, nee, ich habe ja unten gestreamt, genau. Nach dem Stream dann halt weiterhin auf der Couch geblieben. Und auf einmal merke ich, oh, ich habe so einen Durst. Und ich fülle mir hier immer meine Flasche auf, ne? Das sind 550... 500 Milliliter. Also ich will nicht lügen. Ich habe an einem Stück vielleicht 6 Stück davon getrunken. Also 3 Liter auf jeden Fall. Bum, bum, bum. Es ging auch nicht anders. Ich habe sogar ein bisschen ins Gesicht gespritzt und so, weil es so warm war. Also mit dem Wasser. Meine Mates waren damals schon 20 plus. Mit dem einen habe ich neulich Schwierigkeit 7 gespielt. Ich habe keine Ahnung, was für eine Schwierigkeit wir hier spielen. Ich raff hier ja gar nichts. Warte mal. Ich guck mal eben, ob Maverick im Discord ist. Zufälligerweise. Nee, aber ich gehe mal rein. Maverick, falls du mich hörst. Ich bin mal in den Gaming. Henry. Ah, ich höre dich. Da ist er. Alter. Hallo. Oh, was ein Spiel, das ist ja krank, oder? Mein lieber Mann. Bin schon ein paar Mal abgekratzt. Ja. Ja, ich jetzt 2 Mal. Beim ersten Mal bin ich rausgeflogen, ne? Ich wurde gekickt aus der Lobby. Okay. Keine Ahnung. Ich bin, bei mir ist einmal das Spiel abgestürzt. Ah, wahrscheinlich bin ich dann deswegen aus deiner Lobby rausgeflogen. Ja. Das wird's erklären, ja. Du bist dann am Donnerstag live? Ja, immer. Donnerstag immer. Oder? Ja, doch, ja. Sonntag, Montag, Donnerstag. Das sind ja meine festen Zeiten. Und ich glaube, diese Woche war ich fast jeden Tag sogar online. So. Oh, da sind welche. Oh, da sind noch mehr. Alter! Hilfe! Wo bin ich? Warte, ich muss erstmal das
soll ich es leider leiser machen, weil ich hab gefühlt einen Gehörschaden. Okay. In-game könnte man da auch quatschen. Magazin leer! Ja, ich habe in-game habe ich eingeschaltet. Bei dir ging's nicht. Also da kam was nix. Hattest du hineingeschalten? Öffentlich. Ich habe öffentlich eingestellt. Und habt ihr auch gesehen, dass ich gesprochen habe. Aber bei dir kam nichts zurück. Ah, ich habe gemutet. Ich habe dich ja nicht gehört. Du hast mich nicht gehört? Nö, ich habe ja... Ich habe ja... ausgeschaut, das Ganze. Ach so. Und dann habe ich nicht gehört. Ja. Weißt du, wer du bist? T1, C2, D4? Weiß ich nicht. Ah, guck mal, links unten. Ich bin M3. Schicke einen Adler rein! Ich habe Verfolgungswahn. Verfolgungswahn? Ja. Ich habe nur so eine... scheiß Schrotze. D4, da sehe ich. D4, ja genau. Toffel sagt's auch gerade. Keine Ahnung, wie er das gesehen hat, aber er hat's gesehen. Cheetah Hust. Ah, immer der Anfangsbuchstabe, sagt er. Das ist ja auch cool. Jetzt ist es fast wieder zu leise. Ich bin so froh, dass ich mir das hier auf das Touch Portal gelegt habe, die Soundquellen. Dann kann ich die mit dem Schieberegler laut und leise machen. Das macht es so einfacher, als dann hier in OBS reinzuspringen. Oder in welches Programm auch immer. Da bin ich froh drum. So. Ah, du hängst schon wieder. Maverick. Außerdem ist das kein Cheat, sondern das Erlernen der Mechaniken des Spiels. Ja, auf jeden Fall. Aber guck mal. Ein altbekanntes Bild aus Fortnite. Verbündeter Zerstörer verlässt Geschwader. So, weg ist er wieder. Eieieiei. Gut, dann renne ich mal dem hinterher. Mr. Bluescreen, genau. Gut? Nein. Neues Magazin! Jetzt tot. Was ist das? Und was machst du hier oben? Ah, guck mal, ein Terminal. Oh, was ist das denn? Lokales Lager. What the hell? Michel? Ja. Schon wieder abgestürzt. Der fliegt gleich zum Fenster raus. Boah, so eine Scheiße. Aber wie komme ich hier wieder weg? Ah, so, okay. Wenn du das X mit drin hast beim Schießen, ist das der Hinweis, dass dein Gegner gepanzert ist. Ah. Netter Hinweis. Was sollen wir denn? Ach, Pumpen aktivieren. Müssen wir das hier über das Terminal machen? Ich bin am Terminal. Fluss umleiten. Transferstation. So vielleicht, ja, und dann
So. Haha. So. Und jetzt? Bitte alle markierten Ventile einstellen. Was? Was? Terminal-Text vorlesen. Alter, ich verstehe überhaupt nichts. Nee, nee, alles gut, Hoffel, alles gut. Hilf mir ja. Was? Was? Ah. Müssen wir die manuell einstellen, nehme ich an, ne? Manuel! Welcher Manuel? Manuel Neuer? Bitte? Welcher Manuel? Boah, ich verstehe gar nichts. Welcher Manuel, habe ich gefragt. Ach so. Oder habe ich da was aus? Nee, irgendwie, du warst laut, leise, laut, leise. Ganz komisch. Keine Ahnung. Ja, jetzt geht's wieder. Ich rede ja ganz normal. Ja. Ja, woher wissen wir, wo die Ventile sind? Ich raff hier überhaupt nichts. Ohne Scheiß. Noch 30 Minuten für die Mission. Aber so gar nichts. Guck mal, das. Ah. Das könnte. Nee. Das Terminal. Oder? Fordere einen Adler an. Verbündeter Zerstörer hat Geschwader verlassen. Und guck mal, hier ist noch ein Ventil. Grün, oder? Glaube ich. So, und wie komme ich hier wieder weg? Ah, mit E. Das Team hat schon gelöst. Ja, das ist doch fantastisch. Ah ja, guck. Aktivieren. Der eigentlich rum da hinten. Naja. So. Evakuieren. Keine Ahnung, wie das geht. Ich renne mal hinterher. Oh, ich höre Dinge. Du hörst oh. Dinge. Ja. Egal. Ich schätze mal, dass er da jetzt hier Evakuierung. Nee, das da. Wo ist der hin? Wie ist der dahin? Junge, Junge. Sehr verwirrend das Ganze hier.
Evakuiert wird immer über das kleine Raumschiff. Ja, aber wo ist das? Das weiß ich ja nicht. Da, wo die blaue Markierung ist. Blaue Markierung? Ja, in der Luft siehst du das. Markiere Position. Das da. Ah. Das war der blaue Strich da. Ah, okay. Muss man ja wissen, ne? Gehen wir da mal hin. Markiere Position. Vergiss es. Egal. Egal. Da. Nicht mehr weit. Der eine braucht Hilfe laut dem Chat. Wer? Markiere Position. Mein Chat hat einen geschrieben, dass er Hilfe braucht. Ja, aber welcher braucht Hilfe? Ich sehe ja nichts. Ich raff nichts. Oder wie der heißt. Hasser oder wie der heißt. Der ist nicht von uns. Wir haben D, C und T. Oh, hier ist Munition. Na, warte erstmal. Aktivieren. Fordere Evakuierung an! Die 1 hat eine 2-Mann-Tür. Was für ein Ding. Ein Auge. Gabelstapler. An einem Gurt hängt eine Sicherheitsbrille mit Blutflecken im Rahmen. Kennzeichner Position westlich. Oh. Ich krieg Besuch. Ja, toll. Eliminiert von Dr. Stoner. Und ich hab so eine scheiß Schratze. Ja, und ich bin tot. Eieiei. Ich Schrotflinten hasse. Achso, die 1 mit Orange hat eine Doppeltür, die nur zu zweit geöffnet werden kann. Ah. Ich bin ja völlig überfordert. Viel zu viel Input. Muss man hier nicht auf seine, auf seine Ausdauer achten. Evakuierung möglich, sobald ihr bereit seid. Was ist mit dir? Mit wem? T1, der um Hilfe gerufen hat. Was hat denn der gemacht? Keine Ahnung. Gehen wir mal. Oh ja, Toffel. Das klingt gut. Das klingt gut. Schön in einem Mac. Die anderen sind viel schneller. Wie macht ihr das? Rennen. Ja, mach ich ja auch. Mal ein bisschen Ausdauer. W und Shift. Oh.
Der war clever, der ist da hoch. In Sicherheit quasi. Was haben wir hier? Ankunftszeit T-minus 1 Minute 30 Sekunden. Achso, ich habe keine Ausdauer mehr gehabt. Ich wollte schon sagen, geil, dass man hier nicht auf die Ausdauer achten muss, wie bei Fortnite. Ah, der weiße Strich. Jetzt habe ich gerade gesehen, wie er wieder... Ankunftszeit T-minus 1 Minute. Dings tut. Ja, was macht ihr da jetzt? Es gibt keine Sicherheit in dem Spiel. Ich befürchte es auch, ja. Also hier gibt's halt friendly fire. Ja. Hab's gerade gemerkt, als du mich erschossen hast. Ja, wo sie es beim Tutorial gesagt haben, habe ich schon gedacht, oha. Kommen gar keine Bugs. Ankunftszeit T-minus 10 Sekunden. Pelikan 1 am Zielort angekommen. Pelikan 1 schießt doch bloß nicht raus. Passt auf, wo ihr steht. Ich stehe auf Tankcontainer. Und rein da. Pelikan 1 bereit zum Abflug. Shuttle Start in 20 Sekunden. Junge. Mein Kumpel hat 380 mm Sperrfeuer geworfen. Hatte auch nur 5000 Teamschaden in der Runde. Uiuiui. Sie haben unsere Lebensweise verteidigt. Ja, erfolgreich. Der Passer hat Level 31. Ja, ja. Pascha heißt es, glaube ich, ne? Der Pascha. Hm. Herr Toffel hat vorhin gesagt, der hat auch schon Level 26. Der scheint Spaß daran zu haben. Also wenn ich es mir gespielt hätte, wäre ich wahrscheinlich auch schon höher. Ja, klar, natürlich. Ich habe es bisher nur einmal gespielt. Ah, okay. Nein, spreche in Deutsch. Geil. Oh, nö. Was? Jetzt ist bei mir wieder das Spiel weg. Oh, nee, ne? Oh, Mann. Ja. Ich erscheine gleich wieder. Ja, alles gut. Dr. Stoner kehrt ins zivile Leben zurück. Steht im Chat. Ups. Was, wo steht das im Chat? Im Chat stand eben, Dr. Stoner tritt ins zivile Leben zurück. Okay. Also im Spiel, ne? Spielchat. Du hast das Spiel verlassen und dann kam die Nachricht. So, mein rechter Platz ist frei. Und ich wünsche mir Dr. Stoner bei ihr. Genau. Pascha will die Schwierigkeit etwas anziehen. Was? Pascha! Verbündeter Zerstörer im Geschwader. Ach. Mein Gott. FT
FTL-Sprung erfolgreich. Sterb so oder so. Hellpots bereit. Statistik ist auch immer ganz lustig. Eliminierungen 9. Präzision 62,6%. Aha. Besser als die anderen. Abgegebene Schüsse 179. Getroffene Schüsse 112. Einmal Verlust. Proben extrahiert 1. Ah ja. 2,4 Kilometer gelaufen. Da. Todes Captain, Kadett und Kadett. So, und It's so hard to and we are ready. Helldivers zu den Hellpots. Wiederhole. Ja. Helldivers zu den Hellpots. The Mule. Ja, muss ich hier zurück zum Schiff oder was? Also, was muss ich denn drücken? Also, ich glaube, wir müssen nur darüber zu denen. Ja, ich habe hier noch das den Bildschirm, den mit den Figuren. Dann zurück zum Schiff, ne? Ah, jetzt. Neue Schwierigkeit freigeschaltet, Mittel. So, T-minus 25 Sekunden. Dann geht er los hier. Wo sind die zwei hin? Hm. Ja, eben, Eskappe. Tja, weg sind sie. Die sind escaped, quasi. Was ist das? Ah, ja. Wir müssen ja da in diese Dinger reinstehen. Ah, okay. Ah ja, und jetzt sehen wir die beiden. Okay, dann gehen wir zu... Ungültig. Ich habe das Spiel auch noch zu wenig gespielt. Ja, ist ganz schön verwirrend, ne? Da kann man viel zu viele Dinge tun. Hellpotstart initiiert. Aber ist schon irgendwie ganz cool, muss ich gestehen. Bisschen viel auf einmal, aber... Wenn man sich dran gewöhnt hat, ist glaube ich ganz cool. Aber gar nicht mal so schlecht, oder? Ja, genau. Wart ab, wenn noch neue Waffen und so weiter dazukommen. Ja, absolut. Sie kommen. Sollen sie kämpfen? Sollen sie die unbezwingbare Macht der Palmen spüren? Ich glaube, wir sind in Beverly Hills. In Beverly Hills, ja genau. Aber ich geh mal lieber auf die Seite. Nicht, dass ich noch getroffen werde von so einem Pott. Wo kann ich schon wieder sehen, wo die Kombinationen sind? Was für Kombination? Um die sekundäre Waffe zu rufen. Boah, keine Ahnung. Wie wär's mit einem schönen Haufen Freiheit? Ach, ey. Das Ding müsste von hinten erschießen. Ah, jetzt war mein Magazin leer. Von hinten, okay. Hallo von hinten. Ah ja. Das Schwänzchen da.
genau. Aha. Getötet. Entdecke Radarstation. Mein Pascha. Magazin leer. Aha. Wo ist denn der? Ah, da hinten ist er. Ja, ich denke mal, wir sollten das Loch hier stopfen, ne? Das Loch hier stopfen, das klingt jetzt auch wieder falsch. Ja. Aber wo? Hab eine Probe! Seltene Probe gesammelt! Ah, jetzt ist die scheiß. Jetzt ist die scheiß Waffe wieder leer. Ja, das finde ich auch ein bisschen schade, dass er nicht. Automatisch nachlädt. Boah, ist ja geflogen. Alter, da kommt noch mehr. Pascha. Du wirst ihn nicht klein bekommen. Der braucht eine schwere Waffe. Ah, okay. Weißt, was du meinst? Gewöhnliche Probe. Sag mal hier. Ah, hat schon erledigt. Okay. Ich bin von dir eliminiert worden. Ah, bestimmt durch die Granate. Bombardo. Alter. Nicht heute. Weg hier. Alter. Oh. Autsch. Was war das jetzt? Das frage mich auch. Ich kann jetzt nicht ausstehen. Ja, jetzt bin ich von diesen scheiß Dingern abgeknallt. Ich konnte nicht mehr aufstehen. Okay. Schwamm ist zerstört, okay. Ich renne dem Pascha mal hinterher. Ich glaube, der weiß, was er tut. Ich wurde einfach gefressen, könnte nicht aufstehen, nichts. Gar nichts, ja. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist. Ja, das sind alles Bugs. Quasi. Mit einem schönen Hacken Freiheit. Eine Hellbomb. Okay. Oh, jetzt habe ich keine Munition mehr. Verdammt. Alter, lass mich in Ruhe. Oh. Oh, ich muss mich mal irgendwo in Sicherheit bringen hier. Aber die Ausdauer ist lang. Rück Außenposten entdeckt! Hab eine Probe! Da komm ich nicht hoch. Ich hab ja gar nichts mehr.
Keine Munition, keine Spritze. Tot. Ja, gut. Ah, kann man sich gegenseitig Sachen geben? Gut zu wissen, okay. Noch 5 Minuten. Wir können nicht mehr lange hier bleiben, Herr Daimer. Da komme ich wieder. Voll ausgerüstet. Jawollo. Oh, Pascha ist tot. Okay, auf jeden Fall müssen wir ein bisschen sparsam mit Munition umgehen. Achtung! Magazin leer! Natürlich ist Magazin leer, wie immer. Evakuierung verfügbar. Komm, wir bewegen uns mal in Richtung da. In Richtung Evakuierungsschiff. Ja, das glaube ich, Toffel. Mit den Anfangswaffen. Da wirst du nicht viel Chancen haben. So, kommt ihr mit? Ah ja, okay. Mate über die Taktikausrüstung rufen. Okay. Stimmt. Boah, das ist alles zu kompliziert. Evakuierung möglich, sobald ihr bereit seid. Machst du das? Okay. Verstärkung! Oh, kommt her, ihr Schweine. Anfrage bestätigt. Verstärkung im Anmarsch. Was haben wir da noch? Ah ja, der Präzisionsschlag gibt's noch, okay. Orbitalschlag! Verstärkung dann vom Parser wieder. Verstanden. Helikan Rex erneute Abholung aus Evakuierungszone. Zack, 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 zack. Muss ich das zweimal machen? Anfrage bestätigt. Verstärkung ist unterwegs. Ankunftszeit 10 minus 1 Minute 30 Sekunden. Bis die Verstärkung da ist? Alter! Boah, alle tot. Zack, zack, zack. Ja. Muss man irgendwie in Sicherheit bringen. Ankunftszeit T-minus 1 Minute. Wow, wow. Wow. Alter. Was war das für ein Vieh? Wow. Ich bin hier in einer ziemlich brenzligen Situation. Weg. Verdammt, verdammt, verdammt. Zeit, oh.
Weg. Hier ist Pelikan 1. Ich kann die Evakuierungszone sehen. Magazin leer. Pelikan 1 macht sich zur Landung bereit. Ja, komm, lande. Oh, oh, oh. So. Feinde. Alter, warum parkst du denn so rum? Oh Gott. Junge. Der mit den langen Beinen war ein Titan. Okay, verstehe. Alter. Heftig. Jetzt ganz schön runter, ja, mein lieber Mann. Weg? Ja, ich glaube auch. Boah, ich würde wahnsinnig werden, ne? Missionskoordinaten. Hast du mir einen Vorschlag, Hammer? Payports bereit. Das ist doch der Hammer, oder? Also, ich würde durchdrehen. Absolut durchdrehen. Orbit synchronisiert. Ich hatte eben Bluescreen. Oh, nee, ne? Doch. Deswegen brauche ich dringend einen Vorschlaghammer und Knete. Ja, das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Stimmt. Das hat er mich getötet. Er hat mich getötet. Irgendwelche Säure. Ich wurde von Säure angespuckt. Sind das Lamas oder wie? Oh Gott, Alter. So, ich darf den Mech von Pascha benutzen. Geil.
Oh, der macht Spaß. Ah, hier so ein... Ah, so ein Mutterbug ist es, glaube ich, ne? Diese fetten. Hast du keine Munition mehr? Nein. Und jetzt? Kann ich mal schießen? Ah ja, da, die spucken Säure. Wie kann ich denn umschalten auf die andere Waffe da? Als ich Helldivers gestartet habe, hat Blue Screen. Na, oh, schon wieder. Wirklich schon wieder. Wow, was war das denn? Wie kann ich denn die zweite Waffe abfeuern? Nee, ey, ich drücke gleich mal aufs Taste, da tut sich nichts. Ah, Mann, länger gedrückt halten. Okay. Scheiße, jetzt ist er kaputt. Boah, Gott, Alter, was ist hier los? Ach du Scheiße. Oh, 58%. Fordere Verstärkung an! Anfrage bestätigt. Verstärkung wurde losgeschickt. Die Demokratie ist gelastet! Magazin leer! Ah, natürlich. Alter! Warte mal, ich kann doch hier. Alter, das ist doch scheiße. Fordere Verstärkung an! Anfrage bestätigt. Verstärkung wurde losgeschickt. Vergiss es. Vergiss es, ist das schwer. Anfrage bestätigt. Verstärkung wurde losgeschickt. Ja.
Zweiter Orbitalschlag. Jo, das meine ich mit Säureangriff. Sie haben die Fackeln der Freiheit entzündet. Wir evakuieren jetzt. Wow. Was wohl? Er hat's geschafft. Pascha. Oh, geil. Ich bin auch wieder drin. So. Komm Leute, wir hauen ab. Wow. Alter. Ah, scheiße. Komm, schnell, 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 Maverick. Ah. Er meint das zwar nur gut mit den Experience, aber Noobs auf 5 plus ist einfach zu hart. Ja, definitiv. Sau schwer. Was, Pascha ist auch nicht rausgekommen? Anscheinend. Aber wahrscheinlich hat er auf mich gewartet. Der war eigentlich als erster drin. Der scheint wieder rausgegangen zu sein. Wollte wahrscheinlich Deckung geben. Ja. Aber das ging halt zu lange. Ja, das war zu knapp. Das hat nicht funktioniert. Schluck trinken. Willkommen zurück. Die Terminiden, die Sie besiegt haben, werden bald den Krieg befeuern. Da 70,7% Präzision habe ich. Gar nicht so schlecht. Bei mir steht 0. Ja, weil der draußen war. Helldiver, schön, Sie an Bord zu haben. Ah, Pascha war down, sagt er gerade. Ah. Hab's gelesen. Die gelenkte Demokratie ruft um Hilfe. Nur Sie können antworten. Get in fast. Helldiver. Was war nicht Z? Aber halt. Missionskoordinaten festgelegt. Neuer Generalbefehl. Hey, Bots, bereit. Aktiviere Orbitaldüsen. Effekte? Was sind Effekte? Dichter Nebel, weitere Sicht. Ja, klar. Okay. This one is really hard. Achso, wegen den Aufgaben. Wow. Komm, ich komm zu dir. Oder wo? Helldivers zu den Hellpods. Wiederhole. Helldivers zu den Hellpods. Ah, da unten sehe ich es. Stufe 7, lebensmüde. Okay. Das erklärt's.
Teleportstart im Ziel. Oh, maximal ist 9. Oh, scheiße. Also wenn 7 schon so ist, will ich nicht wissen, was 9 ist. Ja, genau. Und wir als Anfänger jetzt da mit Level 7 die ganze Zeit, alter Schwede. Da wundert mich nichts. Aber trotzdem, es macht schon Spaß. Kann man nichts sagen. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie man die Objectives sieht. Aber der Rest macht Spaß. Fast einen Baum erledigt. Gerechtigkeit ist unser einziges Ziel. Schildgenerator-Rucksack. Sachen gibt's. So. Und wir laufen Pasch hinterher. Der kennt sich aus. Und wenn wir ihm nur Rückendeckung geben. Position südwestlich. Taktikausrüstung in der Nähe. Ist der Pasch eigentlich Türke so vom Mess her? Wäre möglich, ja. Rauchbombe. Ist das gut? Paket gefunden. Musst du hier rein? Pakete. Oh ja. Ach so, in die Kanone rein. Ja, genau. Cool. Paket gefunden. Ah, hier Terminal. Noch eine. Ah, ich sehe sie. Paket gefunden. Bitte Geschützlegepaket an. Paket gefunden. Ich bin am Terminal. Okay. Artilleriesystem wird initiiert. Wo rennst du hin? 500 Kilo Bombe. Oh. Ah, die hast du gemeint, Teufel. Verstehe. Ah, bei mir ist wieder abgestürzt. Oh, nee. Achtung, Achtung! Orbitalschlag! Säure. Alter. Mühle hat mich getötet. Verstärkung an. Anfrage bestätigt. Genau. Verräter. Oh, Messer. Titan. Alter, was geht denn hier ab? Ich glaube, da brauche ich gar nicht. Oh. Boah, Alter. What the hell? Nicht heute! Boah, geiler Mech. Wow! Wow! Böser Schwarmwächter. Verbündeter Zerstörer nun im Gespräch.
Pascha! Doch nicht direkt ins Nest, also da, wo sie alle hocken. Oh nein, Alter. Ah, okay. Oh, sorry. Ich hab Pascha in den Kopf geschossen. Magazin leer. Hä? Ja. Ich bin gestorben, warten. Ich auch. Dreimal halt schon, glaube ich. Die Demokratie ist gelandet! Gott. Alter, das gibt's doch gar nicht. Wo sind denn die anderen, Mensch? Tot. Alle tot. Ach, alle tote Leiche. Genau. Backfutter. Hol uns zurück, dann können wir dir helfen. Ja, wie hole ich euch nochmal zurück? Steuerung oder bist du am PC? Ja klar, Steuerung, ja, und Verstärkung. Verstärkung rufen und dann die Granate werfen. Da landen wir dann. Ah. Ja, bin tot. Ja. Oh, ich komme. Da die Scheiße auf mich loskommt, da kann ich ja nichts machen. Ja, ja. Ah, du. Oh, ich auch gleich. Schnell weg hier. Die Freiheit bleibt nie! Boah. Warte, ich muss eine Stelle finden, wo ich euch wiederbeleben kann. Keine Chance. Und ich kann ja nicht meine Zeitwaffe holen wegen den Pennern hier. Ja, ja, mir sind auch die. Und angreifen. Mir sind sie auch die ganze Zeit hinterhergerannt. Keine Chance. Oh ja, das ist eine gute Position. Da kommt keiner hoch. Jetzt kannst du schnell die Granaten werfen. Ich meine, Verstärkungsgranate. Oh, da ist einer. Aha. Na, ah, verdammt. Ja, ich konnte ja nichts machen. Ja, ja. Anfrage bestätigt. Verstärkung im Anmarsch. Bereit zu befehlen. Ja, toll. Direkt vor die Füße von so einem Vieh. Ja, was soll ich sagen? Du auch? Logisch. Hm. Wenn ich mal wüsste, wo ich hinrennen muss, ne? Um die Kommunikations-Uplinks herzustellen. Wieso ist die Waffe noch nicht vollgeladen? Hopp. Magazin leer! Ja, na klar, Magazin leer. Was schleift Pascha da hinter sich her alles? Mhm.
Deckung! Verbündete zerstören nun das Schwader. Helldiver Einsatz im Kampfgebiet. Der hat mich jetzt gesprengt. Hab ich? Oh. Ja, das wollte ich aber eigentlich gar nicht finden. Aber hier ist was. Ah. Ja und? Was habe ich hier gefunden? Ja, jetzt habe ich... ehrlich... Irgendwas habe ich hier angeblich gefunden, aber ich habe keine Ahnung was. Ich habe irgendwas Illegales gefunden. Ich habe Stalking Illegales gefunden. Okay. Alter. Ich bin sofort weg von euch, ne, weil ich nur wegrenne vor den Viechern. Erwarte Taktikpaket. Boah, Titan. Was hier abgeht. Fordere Unterstützungswaffe an. Kennzeichne Position. Vergiss es. Endlich konnte ich meine Knarre holen. Das hat gescheppert. Okay, Granaten habe ich keine mehr. Ach hey, 500 Kilo Bombe. Ja, die kann was. Ich weiß. Magazin leer. Ah, Magazin leer. Schnell. Oh, in dem Moment, wo ich auf... Also ich habe gar keine Spritze mehr. Doch, eine habe ich noch. Oh. Verstärkungsbudget ist aufgebraucht. Anfrage bestätigt. Verstärkung im Anmarsch. Paket gefunden. Schickes Paket ab. Wir müssen nach Norden.
sehe ich alles so scheiße. Magazin leer. Neues Magazin. Ist das assi, das Spiel, ey. Ja, ich was eliminiert von Dr. Stoner wurde ich. Oho. Ja, Verstärkung können wir nicht mehr rufen, das ist alles leer. Alles leer. Es geht nur 9 Mal. Mächtiger Badaboom. Oh, 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 noch so ein Vieh. Zusätzliche Verstärkungsmittel genehmigt. Oh, Alter, was will denn der jetzt von mir? Lass mich. Fleischspritze sollte irgendwo noch rumliegen. Die kannst du ja verwenden. Ah! Und die Fleischspritze. Der Türke ist. Wusste ich doch. Ah ja, Türke. Oder er ist ein Truthahn. Oh, was hat der für eine Knarre? Alter. Oh nein. Verdammt. Ich wurde auch tot getötet. Ja. Kaputt. Okay. Gucken wir mal, ob er was hinkriegt. Diese Dinger sind geil. Diese Gartendinger. Diese Max? Ja. Ja, auf jeden Fall. Wieso bin ich jetzt wieder am Leben? Hat bei mir auch vorhin auch 2-mal funktioniert. Okay, in 1 Minute 35 ist die nächste Verstärkung verfügbar. Aha, meine Nase juckt. Aller Zivilisten eskortieren, ne, in dem Chaos. Ach, meine Knarre kann ich noch nicht rufen. Noch 35 Sekunden und dann kann ich wieder meine Waffe rufen. Na, okay. In 45 gibt es ja wieder Verstärkung.
Was hat Pascha jetzt? Ein Schildgenerator-Rucksack hat er. Ah ja. Aber anscheinend für dich. Er rennt nämlich weg. Ja. Das gleiche. Bitte. Press the buttons da unten hat er geschrieben. Hat er eine geschrieben. Ah, okay. Ziel lokalisiert. Östlich. Welche Stimmt, Button? Ja. Da hinter dir, der gelbe Kasten. Warte, ich spixel mal zu dir. Kann ich nicht, warum? Ich kann ja nicht da auf den gelben Knopf drücken. Kann ich ja nicht. Warum? Geht ja nicht. Ah, ich komme wieder. Ah, jetzt. So. Jetzt ging's. Jetzt ging's. Oh, warum häng ich? Ach so. Ah. Ich war noch im Chat. Hat's geklappt? Ja. Guck mal, hier ist noch ein Knopf. Wir sind gerettet. So, ich hab die nächsten Leute dabei. Oh, ich hab zumindest getötet. Schäm dich. Der ist mir ins Feuer gelaufen, ins Querfeuer. Oh, hier, da oben. Ah ja, er hat gedrückt, okay. Ach so, muss man immer wieder drücken. Ja, 20 Stück. 20 Stück muss man eskortieren. Magazin leer. Neues Magazin. Werfe Granate. Ach, noch einmal. Oh, geschafft. So. Und bloß weg hier. Hä, wo? Warum sehe ich das nicht? Ach, da hinten. Weit weg, ja toll. Kann man hier raus? Nein, verdammt. Ja, oh, Vollgas. Au, au, au. Ach, hey. Backloch, östlich, in der Nähe. Ja, bitte Luft und... Kennzeichen Position, östlich. Alter, blendet das. Boah, was ist das? Unmöglich, sobald ihr bereit seid. Boah, ich glaube, ich habe einen Raketenwerfer. Orbitalschlag! Das ist aber echt sau weit. Scheiße, die Munition ist alle bei der großen Waffe bei mir. Evakuierungsanfrage bestätigt. So. Aber für das muss ich Nachschub anfordern, aber das geht ja nicht, wenn ich da andauernd das machen muss. So, Shuttle habe ich aktiviert, aber
Ah ja, ich lebe wieder. Okay. Hier spricht Pelikan 1. Helldivers außerhalb der Evakuierungszone. Landung abgebrochen. Ja, Landung abgebrochen. Ja, weil keiner mehr da war, ne? So. Ich renn vor und aktiviere das Ding. Hinter dir. Ja, wie will ich ballern, wenn ich hier wegrennen muss? Rückwärts rennen. Das geht. Oh, scheiß Säurevieh wieder. Säureviecher sind nervig. Wie will ich die Scheiße überleben? Ja, das ist assi. Safe, ja, du bist doch so ein Doof. Oh Gott, oh Gott. Anfrage bestätigt. Verstärkung wurde losgeschickt. 15 Sekunden noch überleben. Das schaffen wir. Irgendwie. T-30 Sekunden. Oh, zwei Säurespritzer von beiden Seiten. Criminal hat es fünfmal versucht. Ja. Hier spricht Pelikan 1. Helldivers außerhalb der Evakuierungszone. Landung abgebrochen. Ja, schwache Leistung. Stand bei mir auch. Das ist schon halb elf. Aber die Mission haben wir geschafft. So, aber ich mach dann den Abflug. Das reicht dann mal. Wir kämpfen in Erinnerung unserer Helden weiter. Verbündeter Zerstörer hat Geschwader verlassen. So, raus hier. Alles klar, Leute, dann noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.